Das Jubiläumsstadtfest der Stadt Parchim im vergangenen Jahr ist vielen nicht nur in positiver Erinnerung geblieben. Es goss wie aus Kübeln und ließ die Party wortwörtlich ins Wasser fallen. Dies ließ die Kritik am Veranstaltungskonzept wachsen. Also es ist so, dass unser Konzept natürlich sehr wetterabhängig ist. Und es entsteht sehr schnell der Eindruck, wenn es so wie im letzten Jahr sozusagen aus Kannen gießt, dass es dort irgendwelche Defizite im Konzept gibt. Und da muss man sagen, diese Kritik findet dann oder trifft dann nicht zu, sondern das ist eher dem Wetter geschuldet. Nichtsdestotrotz ist auch unser Stadtfest in die Jahre gekommen und das bietet Anlass, sich auch nochmal kritisch zu hinterfragen. Und das haben wir in diesem Jahr erstmals gemacht. Wir haben mehrere Schritte unternommen, um dort einen Schritt weiterzukommen. Wir haben sehr viel in Klatte gedacht, um das mal salopp zu sagen, haben sehr viele Ideen ausgetauscht. Es ist in diesem Jahr neu, dass wir alle möglichen Beteiligten enger zusammengezogen haben in der Vorbereitung der Veranstaltung. Wir haben also nicht nur bilaterale Abstimmungen sozusagen gemacht und Gespräche geführt, sondern haben alle an einem Tisch geholt, haben uns mehrfach getroffen und haben das auch etwas zweigleisig organisiert, haben also einmal das jetzige Stadtfest vorbereitet und dann auch schon immer ein bisschen perspektivisch gedacht, wie könnte sich das Stadtfest in Zukunft verändern. Wir wollen Parchim Akteure einbeziehen, das ist also uns sehr wichtig und da engt man den Spielraum natürlich für andere auch ein, aber ich denke, das ist legitim, wenn es hier viele Parchimer gibt, die sich im kulturellen Bereich engagieren, dann müssen sie auch bei einem Parchimer Stadtfest zum Zuge kommen. Und wir haben ganz klar Budgetgrenzen. Wir arbeiten insgesamt mit 50.000 Euro und da ist alles drin, also von der Technik, die Künstler werden davon bezahlt, der Ordnungsdienst wird davon bezahlt und das für 3 Tage, da sind eben auch entsprechende Grenzen gesetzt, die man nach oben auch nicht unendlich ausweiten kann. So gab es in diesem Jahr erstmals eine räumliche Veränderung. Am deutlichsten wurde dies auf dem Areal Schuhmarkt und Blutstraße mit der Zentralisierung der Schausteller mit ihren Fahrgeschäften. Sogar das Riesenrad befindet sich nun im Herzen der Innenstadt. Und auch der Einzelhandel ist wieder stark einbezogen. Es wird in diesem Jahr also wieder ein Marktfrühstück geben ab 7.30 Uhr bis zum späten Vormittag. Es sind die Bemühungen intensiviert worden von unserer Abteilung Märkte und Gewerbe, den verkaufsoffenen Sonntag attraktiver zu gestalten. Es sind sehr viele persönliche Gespräche geführt worden mit den Händlern. Die Händler selber, also eine in Parchim ansässige Werbeagentur, die Frau Hohmann, hat ein entsprechendes Werbeplakat entworfen. Das hängt in vielen Geschäften aus. Es haben viele Geschäfte auch ihre Teilnahme zugesagt. Das ist sehr wichtig. Ein weiterer wichtiger Punkt ist und bleibt nach wie vor das Wetter. Und das spielte den Veranstaltern in diesem Jahr besonders gut in die Karten. Pünktlich zum Auftakt kam die Sonne hervor und ließ die Temperaturen auf angenehme sommerliche Werte steigen. Mit Ausnahme des Sonntags, an dem es ein bisschen regnete. Einmal habe ich dafür verdient, dass die Sonne schien. Und heute schien die Sonne und darum bin ich so froh und glücklich. Wir können jetzt 3 Tage hier auf dem Markt und überall in der Stadt feiern. Und dort lade ich all recht herzlich in. Dankeschön. Auch Bürgermeister Bernd Rolli freute sich über diesen Umstand und kündigte gleich an, dass er auch das kommende Stadtfest eröffnen wird, welches zugleich den Abschluss seiner Amtszeit darstellen wird. Die Parchimer feiern auch bei Regen. Wir brauchen nicht nur Sonnenschein. Wenn gefeiert wird, sind die Parchimer immer dabei. Und dass es nun endlich nach Jahren so hinhaut, ist hoffentlich ein gutes Omen auch für die neue Konzeption. Ein Jahr darf ich. Das nächste darf ich noch. Wir werden ja sehen, wie die Kritik ausfällt. Ich hatte der Verwaltung angedroht, wenn es dieses Jahr nicht klappt, dann schreiben wir es aus und geben es völlig in Private an. Ich denke, mit der Hilfe der Privaten haben wir dieses Jahr was ganz Gutes auf die Beine gekriegt. Insgesamt erhoffen wir uns, dass das für die Parchimer in erster Linie attraktiver wird, dass wir weiterhin für Parchimer Akteure attraktive Auftrittsmöglichkeiten organisieren. Es beteiligen sich auch die Musikschule oder die Tanzschule Röber und die möchten natürlich auch ein entsprechendes Umfeld haben für ihre Auftritte, das versuchen wir. Und wir versuchen natürlich auch Gäste aus dem Umfeld und aus der Region hier nach Parchim zu ziehen. Ja, das sind viele kleine Dinge, die jetzt in Vorbereitung dieses Stadtfest durchgeführt wurden. Und ganz wichtig ist, dass wir alle Beteiligten auch im Nachgang zu diesem Stadtfest wieder zusammenholen werden und sozusagen mit den Erfahrungen, die wir in diesem Jahr gemacht haben, dann auch schon das nächste Stadtfest vorbereiten. Man hat aus der Vergangenheit gelernt und mit deutlichen Veränderungen das Stadtfest in die Gegenwart geholt.
Bleibt zu hoffen, dass das neue Konzept greift und weiterentwickelt wird, damit diese schöne Tradition auch der nächsten Generation Freude bietet.